Ich freue mich, bei so wirklich einer so krass großen Produktion dabei zu sein. Mein Name ist Elif, ich bin Musikerin, komme aus Berlin, Moabit. Mein persönlicher Durchbruch war 2020 mit meiner Nachtplatte. Danach hat sich alles verändert für mich. Ich mache das, was ich mache, schon mein halbes Leben lang. Das klingt so krass. Das Erste, woran ich gedacht habe, ist, geil, wie komme ich auf eine Bühne? Und dann kam erst so, okay, ich brauche noch Songs dafür. Ich habe 2 Alben gebraucht. Erst das 3. Album bei mir hat so richtig Fuß gefasst. Wenn diese Künstlerin mich fragen würde, würde ich nicht Nein sagen, und zwar Taylor Swift. Ich mag Taylor Swift, weil sie sich in ihrer Karriere immer wieder neu erfunden hat. Und sie hat oft ihr Genre auch mittlerweile gewechselt. Und sie ist aber trotzdem authentisch geblieben. Und diese Entwicklung sehe ich auch bei mir. Ich komme vom Pop, dann bin ich in den Rap und den urbanen Bereich gegangen. Und jetzt wird sich das wieder weiterentwickeln. Ein Song, der für mich mega viel Power hat, ist Nur mir. Ich habe mich in dem Song einfach wieder selbst gefunden und kann meine Meinung sagen. Und diese Situation war nicht immer so. Ich war eine Zeit lang wieder so sehr in mich gekehrt, sehr unsicher. Und mit dem Song hatte ich so meine Kraft wieder. Musik und E-Mobilität passt für mich zusammen, weil der elementare Bestandteil Energie ist. I'm every woman, it's all in me. Do it naturally. I can cast a spell, secrets you can tell. But by inside of you, and if you feel. Ich weiß nicht, aber jedes Mal, wenn ich den Song höre, ist es geil. Der hat was Nostalgisches für mich. Ist ja auch schon ein bisschen älter, das Lied. Und macht gute Laune, hat Disco-Feeling, man will tanzen, man will irgendwie... Ja, das ist so ein perfekter Song, wenn man aus der Dusche rauskommt und sich fertig macht für den Tag. Ich liebe es, im Auto Musik zu hören und auch zu singen. Ich finde, wenn man vor allem neue Musik schreibt und an einem neuen Album arbeitet, dann sollte man seine Songs auch im Auto hören. Da habe ich auch die meisten Ideen. Weil wenn du fährst und alles rauscht so an dir vorbei und das ist so ein inspirierender Raum. Ich liebe es auch, Auto zu fahren. Früher sind wir immer mit einem Auto in die Türkei gereist und mein Vater hat sich einen VW-Bus gekauft, alle Kinder rein und dann sind wir losgefahren. Es war ein sehr schönes Erlebnis als Kind. Ready? And 3, 2, 1, action! Ich freue mich, bei einer so großen Produktion dabei zu sein. Weil das passiert jetzt auch nicht jeden Tag. Musikvideos, die wir drehen, sind in einem viel kleineren Team. Manchmal sind es wirklich auch nur 3 Leute hinter der Kamera. Aber hier, habe ich gehört, sind 70 Leute am Set, die alle nur dafür da sind, dass heute wirklich was Schönes bei rumkommt. Und darauf freue ich mich sehr. Ich empfinde E-Mobilität tatsächlich als weiblicher, weil ich finde, das so nachhaltig sein, das erinnert mich so daran, so fürsorglich zu sein. Und Fürsorge verbinde ich irgendwie mit mir selbst, aber auch ganz viel mit meiner Mutter. Und dadurch, dass sie eine Frau ist und ja, so eine weiche Komponente hatte, hat das irgendwie für mich voll was Weibliches. Und Musik hören gehört einfach zum Fahren dazu, Leute. So ist das halt. Ohne Musik wäre Autofahren doch einfach ein bisschen öder.